Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon und wenn ihr das hier seht, dann nähert sich mein The Legend of Zelda Skyward Sword Let's Play so langsam aber sicher dem Ende. Und wie ich bereits in einem meiner Mario Kart Videos angekündigt habe, habe ich mir als so kleine Überraschung für euch alle quasi ausgedacht, ja, ich werde jetzt euch die Wahl überlassen, welches Spiel ich denn so als nächstes Let's Playen werde. Allerdings gibt es dabei eine Auflage und zwar muss es natürlich ein Spiel sein, das ich habe und auf das ich im Moment auch Lust habe. Ja, so bin ich eben. Ich bin der totale Egoist, ich weiß. Und deshalb gebe ich euch jetzt eine kleine Auswahl und zwar an drei Spielen, zwischen denen ihr euch entscheiden dürft. Okay, wie läuft das Ganze ab? Zunächst einmal werde ich euch jetzt drei Spiele präsentieren. Ich zeige euch ein paar Videos dazu, erkläre ein paar Sachen dazu und danach könnt ihr entscheiden, welches von diesen drei Spielen ihr am liebsten sehen würdet. Ihr schreibt dann einen Kommentar unter dieses Video, in dem sowas drinstehen sollte wie: Ich würde gerne Giant Citizen Kabuto sehen. Und das Spiel, das eben die meisten Stimmen von euch bekommt, das werde ich dann auch Let's Playen. Und ja, dann haben wir alle ganz viel Spaß daran und dann ist das super. Also würde ich sagen, ohne jetzt das Ganze noch weiter zu vertiefen, zeige ich euch gleich mal das erste Spiel, das ich mir rausgepickt habe. Und zwar handelt es sich hier um ein wunderbares Spiel für den Sega Mega Drive. Und es ist von Capcom, ja, das wird jetzt einigen schon was sagen. Capcom ist ja doch recht populär. Allerdings das, was ihr jetzt seht, das sagt euch wahrscheinlich erstmal gar nichts, weil das ist ein echter Geheimtipp unter allen Mega Man-Fans. Ja, es geht um ein Mega Man Let's Play. Und zwar Mega Man The Wily Wars. Eine wunderbare Trilogie, die Mega Man 1, 2 und 3 für das NES umfasst. Allerdings in überarbeiteter Grafik und überarbeitetem Sound. Tolles Spiel und ich möchte mich an der Stelle mit Mega Man 2 dieser Trilogie quasi befassen. Mega Man 2, was kann man dazu sagen? Ja, es funktioniert erstmal prinzipiell wie jeder andere Mega Man-Teil. Ihr seid Mega Man, der blaue Bomber, auch bekannt als Rockman, wenn ihr Japaner seid oder so. Und ihr seid ein Roboter, der das Ziel verfolgen sollte, die Welt von den bösen Robotern zu befreien, die Dr. Wily auf die Welt losgelassen hat. Ja, dazu rennt ihr mit eurem Mega Buster durch die Gegend und schießt alles ab, was euch in die Quere kommt. Und am Ende jedes Levels begegnet euch ein Bossgegner. Ihr könnt aussuchen, in welcher Reihenfolge ihr die Level gerne spielen würdet, aber dabei wäre eben darauf zu achten, dass man das möglichst in einer Reihenfolge macht, die einen Vorteil mit sich bringt. Denn die Bossgegner sind unterschiedlich schwer zu besiegen und jedes Mal, wenn ihr einen Bossgegner besiegt, bekommt ihr seine Waffe, die ihr nach Bedarf an- oder abwählen könnt. Und natürlich hat jeder Bossgegner seine eigenen Stärken und Schwächen und wenn man jetzt zum Beispiel, wie man es hier jetzt im Video sehen kann, als erstes mal Metal Man fertig macht, bekommt man die Überwaffe in Mega Man überhaupt, also die stärkste Waffe, die es jemals in einem Mega Man Spiel gab, und zwar das sogenannte Metal Blade. Damit könnt ihr so ziemlich alles in dem Spiel dominieren und auch die meisten Bossgegner mühelos besiegen. Aber auch für die Gegner, die gegen Metal Blade nicht anfällig sind, gibt es eben andere Waffen, die sich als sehr effektiv herausstellen. Ziel des Spiels ist es, den bösen Dr. Wily zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen. Und ja, wie gesagt, es ist ein Remake quasi von einem NES-Spiel und es ist eine verdammt gute Version. Würde mich freuen, wenn ihr das wählt. Allerdings habe ich eben, wie gesagt, noch zwei andere Spiele und auch diese beiden sind nicht zu verachten. Also, gehen wir nochmal über zum nächsten. So, da hätten wir also einen anderen wunderbaren Klassiker, den wahrscheinlich keine Sau da draußen kennt. Allerdings heißt das nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist, sondern dass es einfach nicht den Erfolg hatte, den es verdient hätte. Genau. In einer Zeit, als ich noch jung und dynamisch war, ja, und so auf dem Höhepunkt meiner Gamer-Karriere, da gab's so ein kleines Spielchen, das kam raus für die PlayStation und für den PC. Und da ich eher der PC-Gamer war zu dem Zeitpunkt, habe ich natürlich die PC-Version hier vor mir liegen, ist ja logisch. Und zwar nennt sich dieses Spiel Giant Citizen Kabuto. Und das Spiel ist ein kleiner 3D Third-Person-Shooter. Allerdings bietet er durchaus wesentlich mehr als nur rumrennen und Leute abballern, sondern man hat eben einige Features, die in dem Genre eigentlich untypisch sind. Beispielsweise hat man ein Jetpack, mit dem man rumfliegen kann, was dem Spiel irgendwie doch ein bisschen Dynamik verpasst, die andere Shooter nicht haben. Man spielt am Anfang als der Mech Bass. Zusammen mit seinen Kumpanen, Brüdern, wie auch immer man sie nennen will, versuchen die jedenfalls den Planeten der Smarties zu befreien. Und dabei gibt es einige Dinge, die sie doch zu erledigen haben. Unter anderem beinhaltet das Spiel nicht nur Rumrennen und Schießen, sondern auch Basisbau, einen kleinen Funracer. Und ja, ihr schlüpft auch in verschiedene Rollen. Ihr werdet auch im Laufe des Spiels die
Sie Reaper Prinzessin Delphi spielen, die wieder völlig andere Fähigkeiten hat und das Spiel wieder völlig anders wirken lässt, sagen wir es mal so. Und ganz, ganz, ganz am Schluss so kommt dann auch noch ein kleiner anderer Part, in dem man etwas Unerwarteteres spielen wird. Ich sag dazu jetzt noch nicht so viel. Tatsache ist, das Spiel ist wirklich sehenswert. Also auch grafikmäßig ist es heute noch ansehbar, ohne dass man Augenkrebs kriegt. Aber was wirklich toll an dem Spiel ist, ist sein absolut genialer Humor. Und bevor ich dazu jetzt irgendwelche größeren Worte verliere, zeige ich euch jetzt einfach mal zwei, drei Cutscenes, die ich auf YouTube im Schnellsuchgang quasi gefunden habe. Es ist wahr, ich bin dein Vater. Nein, sag es nicht! Was? Aber ich muss. Ich bin Warte! Dein Vater. Es ist normal, dass du Tränen der Freude vergießt, mein Kind. Hey, sie haben mir was zu essen geholt. Lecker! Endlich Essen! Halt mal, was ist das denn? Das Fleisch ist ja roh! Ich esse nie was Rohes. Meine Frau kocht immer alles, bevor ich es esse. Oh Mann, das hatte ich ja total vergessen. Die Wächter der Reaper haben meine Frau doch vor ein paar Tagen entführt. Verdammt, habt ihr Timmy gesehen? Er sollte längst hier sein. Ich wette, der Junge hat sich mal wieder kidnappen lassen. Keine Ahnung. Hören Sie zu, wir müssen unbedingt zum Reaper-Gefängnis. Ein Freund von... Hi! Zu dem Gefängnis bringen die bestimmt gerade meinen armen Enkel. Ja, Mr. Borjoisy. Wir brauchen ein Floß. Verdammt, ich habe ein Floß. Aber ich werde Hilfe brauchen, wenn... Hey, Kumpels! Würde es euch was ausmachen, mir zu helfen, Timmy zu retten? Ich bin nur ein alter Mann und mein Sack hat Falten. Aber klar helfen wir Gut. Ihnen. Gut! So, das war erstmal alles zu Giants, was es zu sagen gibt. Wenn euch das Spiel gefällt, schreibt einen Kommentar, schreibt, ja, ich will, dass du Giants Let's Playst und dann sehen wir uns eben in diesem Spiel vielleicht wieder. Aber wir haben ja noch einen dritten Kandidaten, ja. Tja, und an dritter Stelle steht hier als Ablösung für The Legend of Zelda erneut der Titel The Legend of Zelda. Ja, dieses schöne Spiel ist ein echter, absoluter Klassiker. Das erste Zelda-Spiel, das ich in meiner Laufbahn gespielt habe und eigentlich der erste Zelda-Titel, der wirklich völlig ausgereift und gut durchdacht und einfach perfekt war, und zwar rundum perfekt. Dieses Spiel ist im Prinzip auch die Vorlage für den erfolgreichsten Zelda-Titel aller Zeiten, und zwar Ocarina of Time, auch wenn Fans das nicht gerne hören. Im Prinzip ist Ocarina of Time eine ungefähre Reproduktion dieses Titels. Und naja, das Spiel erschien für das gute alte Super Nintendo Entertainment System. Und wir werden es allerdings auf der Nintendo Wii spielen, weil, ja, bietet sich jetzt einfach an. Okay, was kann man zu dem Spiel sagen? Also grafisch reicht es wohl nicht an Spiele wie Secret of Mana zum Beispiel ran, die ja wirklich optisch gesehen absolute Klassiker für das Super Nintendo sind. Allerdings hat das Spiel andere Werte. Erstmal eine packende Story quasi. Es bietet sehr viele Stunden sehr guter Unterhaltung. Es hat eine unglaublich gute Musik, die auch heute noch die Welt der Videospieler prägt. Und ja, man sollte das Spiel einfach kennen, weil es ist wirklich ein absoluter Klassiker. Wer früher ein Super Nintendo hatte, musste eigentlich fast schon dieses Spiel haben. Also wer Adventure Games mag, der sollte das Spiel auf jeden Fall mal gespielt haben. So viel sei an der Stelle auf jeden Fall festgehalten. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ich hätte gern, dass du jetzt The Legend of Zelda: A Link to the Past für uns Let's Playst, dann schreibt mir das bitte in den Kommentar. Und dann werden wir sehen, wer denn das Rennen machen wird. Also nochmal zum Aufschreiben. Ihr habt zur Auswahl für das Sega Mega Drive Mega Man The Wily Wars, allerdings begrenzt auf das Spiel Mega Man 2. Dann hättet ihr zur Auswahl Giants, Citizen Kabuto und zu guter Letzt The Legend of Zelda: A Link to the Past. Ich bin sehr gespannt, wie eure Wahl ausfallen wird. Ich für meinen Teil freue mich jedenfalls schon riesig darauf, eins dieser Spiele für euch zu Let's Playen, und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald in einem dieser tollen drei Titel. Bis dahin, macht's gut!